So, und weiter geht's hier mit Claire Redfield in Resident Evil 2. Hier, hier haben wir ein bisschen Munition. Hier hinten müssten... Jawohl, Kräuter liegen. So. Und noch einer. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr, aber ich bekomme mehr Platz, wenn ich den Schlüssel verwende. Genau. So, dann jeder war 2, 2, 3, 6. Munition brauche ich immer. Habe ich alles. Na, da hinten lag noch so ein Ding zum Speichern. Na komm, ich knall die Pisser erstmal ab und dann gehe ich hoch. Mal ein paar Sachen loswerden. Alter. Der hier ist noch nicht tot. Wen willst du verarschen können, hä? Wen? Mich oder was? Alter. Ich spiele Resident Evil seit ich... Hey, der ist noch ein Terminator. Keine mehr da. Das ging ja schnell. Jawohl, Munition ist immer gut. So, jetzt bräuchte ich nur ein bisschen Platz. Was haben wir hier? Rot-Grün haben wir. Dann haben wir zwei Grüne. Ein Rotes habe ich bei der grünen Tür stehen gelassen, oder? Ich glaube schon. Hol ich mir gleich. Weil hier das Rote, was ich hier kombiniert habe, habe ich aus der Box mit rausgenommen. Boxtruhe, ey. Eine Kiste. Keine Ahnung, wie man dazu besser sagen kann. The Item Box. Sonne, Erde und blau ist Wasser. Wasser brauche ich noch. Ein Stückchen. Also diesmal muss ich auf jeden Fall speichern. Am Ende des Parts. Geht jetzt schon was. So, das weg. Soll ich das hier alles da lassen? So, da hab ich noch was. Nee, ich hab... Okay. Da unten sind sicherlich Licker. 100%ig. Deswegen brauche ich das hier. Komm hier, ich knall die erstmal alle ab und dann kann ich die Waffen ablegen und Platz schaffen. Ich glaube, noch beschissener wie mit der Pistole die Licker abzuknallen ist mit der Armbrust. Ja, das glaube ich noch beschissener. Da sterben die erst nach 100 Schuss oder so. So lange muss man erstmal überleben gegen einen Licker. Ah, die sind immer noch
leichter wie Hunter im ersten Teil. Die Hunter aus dem ersten Teil, die sind. Ich hasse sie. Das habe ich, glaube ich, im ersten Teil 1 Million Mal gesagt, dass ich die hasse. Was? Sind die Hunter oder Zombies? Nicht, Hunter, Licker, Zombies. Da ich ja Glück gehabt. Ist ja noch besser. Bleib liegen. Erledigt. Komm, ich lade mal cool nach. Was ist denn da? Ist auch keiner. Zieh lieber auf den hier. Was ist denn da? Läuft noch einer rum? Das ist der hier, der am Boden liegt. Nee. Hier diese ganzen Brüder, die hatten alle grüne Hose. Haben den gleichen Laden eingetaucht. Jetzt habe ich alle erledigt. So, hier drin. Oh, hier drin. Das ist ganz schwer. Ganz schwer ist das. Hier diese Schalltafel hier. Das ist ein ganz schwerer Rätsel. Da haben wir, ohne zu wissen, beim ersten Mal mal ungelogen beim ersten Mal geschafft, weil ich mir gedacht habe, mach mal einfach. Einmal hoch. Einmal runter. Wieder hoch. Wieder runter. Und wieder hoch. Und zack, funktioniert es. So, jetzt nochmal die Karte. Was? Ja. Wow. Wusste ich gar nicht. Ja, man lernt immer wieder neu. So, wir müssen noch Munition legen. Genau. Komm, komm, komm. Alter. Das war wieder knapp. So, das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das reicht erstmal. Ich muss ja einfach nur hier reingehen, wieder raus. Sherry, I've been looking everywhere for you. I was so worried. We've got to go now, honey, okay? If we stay here, that monster will find us. Let's go. No, I won't. What's the matter? Don't you trust me? It's not that, Claire. It's because of my daddy. He's over there. I heard him call my name. Daddy must have been attacked by the monsters. I have to help him.
Wait, Sherry, don't go alone! Sherry! Sherry! Your daddy is dead. Jetzt spielen wir hier mit Sherry Birken. Die Family. Ach komm, das schaffe ich wieder nicht. Die ist zu langsam. Schaffe ich wieder nicht zu speichern. Wenn man mit Sherry spielt, dann können die Zombies nur kotzen. Die können die gar nicht beißen. So, hier liegt nur ein bisschen Munition. Das ist schön, weil ich gleich noch ein paar Lika erledigen muss. Na, vielleicht packe ich das doch noch zu speichern. Dann kann ich das hier beenden erstmal. Muss mal was essen. Hab nämlich Hunger. Na komm, komm Sherry, beeil dich mal ein bisschen. Hier wieder gleiche Rätsel wie mit Ada Wong. Nichts Besonderes. Die Umbrella-Kisten schieben. Komm, 3 Minuten. Sherry, wir packen das. 3 Minuten. Ich frage mich immer, warum die in Resident Evil, egal in welchem Teil, nicht schwimmen können. Doch in Revelations, in dem ersten, da können die schwimmen, unter Wasser. Ja, hier kann man doch locker drüber schwimmen, muss man hier die Kiste nicht dahin stellen. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Wieder wie mit Ada. So, 2 Minuten habe ich noch. Das ist wunderbar. Also ich krieg das hin noch mit Speichern. Wenn die mich nicht aufhalten, aber die halten mich nicht. Sherry, are you okay? Did you find your dad? Yes, I'm okay. But I couldn't find him. But I did find something else for you. Here! Here's another. Thanks, sweetie. Now, why don't you come over here? I want you to stay with me. The ventilation hole anymore. But don't worry, I'll find another way. I can take care of myself. Wait, Sherry, come back. Sherry! Sherry! Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Jo, ich treffe den doch sowieso nicht. Na komm, nimm. Mann, ist das anstrengend hier. So, Schlüssel und das Zeug. So Leute, ich werde jetzt einfach speichern. Die Aufnahme beenden. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin noch viel Spaß und macht's gut.